Ja, meine lieben Freunde, es ist wieder Zeit für einen wertvollen Energiespartipp. Wir haben in Berlin minus 1 Grad. Es ist Donnerstag. Ja, es geht ja, mit großen Schritten Richtung Ende des Monats hin. Wir haben noch den 26., 27., 28., 29., 30., 31., also noch 6 vor der Tage. Und danach kommt Februar. Und Februar ist ja der kalteste Monat im Jahr, statistisch gesehen. Trotz Global Warming könnte es sein, dass es weiterhin Minusgrade gibt, vielleicht auch Frost, Dauerfrost. Und da sind Energiespartipps kostbarer denn je. Und hier kommt ein wichtiger Energiespartipp unserer Bundesregierung. Ich bin sehr dankbar. Wir heizen ja nicht, auf gar keinen Fall. Nicht heizen gegen Putin. Wladimir Putin, Vlad der Fähler. Und ja, wir machen Folgendes. Wir holen uns ein aufblasbares Zelt, stellen das zu Hause hin. Da könnt ihr wählen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer, wo ihr möchtet. Wir heizen nicht. Ja, stellen das Zelt hin, schmeißen ein paar Decken und Kissen rein. Und hausen in diesem Zelt. Hausen im positivsten Sinne. Das bedeutet, wir haben eine zusätzliche Isolierung, nämlich die Luftpolster von diesem aufblasbaren Zelt. Das isoliert, ja, speichert die Wärme von innen und schottet die Kälte des Wohnzimmers oder Schlafzimmers, je nachdem, wo ihr es hinstellt, ab. Und ihr müsst gar nicht mehr heizen. Ihr habt also quasi einen Doppelnutzen. Ihr heizt nicht und lebt im warmen Zelt. Schön. Und das ist ja auch so eine schöne Zusammenkunft, wenn man jetzt zu mehreren zu Hause haust, also Hause haust, wenn man zu Hause haust zu mehreren, zum Beispiel zu dritt, zu viert, ja, dann wärmt man sich noch gegenseitig, wenn man sich ankuschelt. Freunde, das ist ein einfach umzusetzender, preiswerter, kostbarer Energiespartipp. Ja, so viel dazu. In den nächsten Tagen kommen noch weitere Tipps, denn es ist noch kalt, es bleibt doch noch kalt und auf Global Warming müssen wir noch eine Weile warten. Ja, böse Zungen sagen, naja, wenn es einen Atomschlag gibt gegen Deutschland, dann haben wir mal schnell, weiß ich nicht, 500.000 Grad, dann ist auf jeden Fall warm. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Macht euch keine Sorgen. Nein, nein, moderne Atombomben sind ja auch quasi, also da passiert ja eigentlich gar nichts mehr. Da kommt ja quasi gar keine Strahlung mehr raus und auch ganz wenig Wärme. Also da bleibt alles stehen, im weitesten Sinne. Ja, vielleicht nicht die Menschen, aber egal. Wir haben ja unser aufblasbares Zelt und das schützt ja auch gegen Strahlung. Macht das gut. Ich hab euch lieb. Der Robby.